sorry, aber du hast so niedlich geschlafen während deiner Fantasy-Prügelei. Gehst du heute Abend zur Silent Disco? Ich habe Training. Wann spielst du, meine ich? Na, wenn ich schlafe. Es ist gar nicht lang her, dass man bei der Spielevermarktung nur die männlichen Kunden wahrnahm. Oder große Titten. Und jetzt kann jeder ein Gamer sein. 1, 2, 3. Bakers! Du spielst Support. Versau's nicht. Dustin, die kreisen uns ein. Ich weiß, du denkst, du weißt, was du tust. Ich gehöre zu den landesweit besten Spielern. Aber der Grund dafür, dass ihr in diesem Team seid, sind nur eure... Ihr wisst schon. Vaginas. Ich bin raus. Wir gründen ein All-Girls-Team und machen die Betas fertig. Ihr wurdet gekillt. Gang. Coachen Sie uns. Komm schon, Mom. Du siehst doch, dass sie dich brauchen. Die sind doch voll am Arsch. Hey. Wir müssen von vorne anfangen, junge Jedi. Oh mein Gott. Mir ist gerade einer abgegangen, Leute. Wir trainieren den Verstand. Lilly, pass auf. Unseren Geist. So läuft das jeden Samstag. Und Körper. Rieche ich da etwa Ex-Body-Spray? Oh ja, damit er so authentisch wie möglich ist. Ab nächstem Jahr wird es an der Barrett nur noch ein E-Sports-Team geben. Das bedeutet entweder ihr oder die Beta. Was ist mit meinem Stipendium? Wenn ihr nicht gewinnt, wäre ich gezwungen, es einzustellen. Girl Power, meine Lieben! Oh, wenn das nicht die 8-Bits sind. Ihr die 8-Bitches? Liefer! Ich rubbel das Gleitgel schon mal warm, nur für dich. Spring rein, Baby, das Wasser ist vorgewärmt und ich trage nur noch ein T-Shirt. Was passiert hier? Herzlich willkommen bei den E-Sports-Landesmeisterschaften. Es wird Zeit, das Feuer wieder zu entfachen, das ihr als Kind gespürt habt. Das heißt Sieg oder Game Over. Los! War das das Scheiß? Das nennt man einen Vogel haben, Lilly. Da fällt mir ein, ich habe ein Geheimnis für dich. Kommst du mal näher? Ich will's wissen. Oh Gott, nein, nein, nein!